Hallo Leute, willkommen bei der Anno 1800 10.000 Leute Challenge. Was ist denn das nun wieder? Fragen sich bestimmt manche von euch. Also, Ubisoft von Amerika hat 4 amerikanische große YouTuber dazu herausgefordert, innerhalb von 3 Stunden eine Insel aufzubauen mit 10.000 Leuten drauf, die da wohnen. Und wer es am schnellsten schafft, dessen Zuschauern winken irgendwelche Preise oder so. Ja, das habe ich mir angeguckt und fand das irgendwie cool. Und ich dachte mir, das will ich auch machen. Ja, aber was hat eine alte, langsame Oma mit dieser Herausforderung zu tun? Gar nichts. Das Einzige, was mich dazu qualifiziert, ist, dass ich Lust habe, das auszuprobieren. Ja, bei mir gibt's leider auch keine Preise zu gewinnen, aber nun ja, vielleicht macht's ja trotzdem Spaß zuzuschauen. Gut, normalerweise ist das überhaupt nicht mein Spielstil, schnell zu bauen, ganz und gar nicht. Für 10.000 Bevölkerung brauche ich ein halbes Jahr normalerweise. Nun, und jetzt will ich es so schnell wie möglich schaffen. Auf jeden Fall innerhalb von 3 Stunden. Ich will es aber viel schneller schaffen. Mal gucken, wie schnell ich hinkomme. Ja, wir starten dafür also ein neues Spiel. Gut, ein freies Spiel. Und wenig Hilfe, damit ich nicht so von den vielen Ansagen irritiert werde. Wir nehmen uns hier mal diese forsche Dame. Die sieht so aus, als könnte sie mir vielleicht dabei helfen, es schnell zu schaffen. So. Brauchen wir irgendein schnelles Logo? Da, das Pferd. Das ist doch toll. Und nehmen wir mal diese Farbe. Jawohl. Okay, bring mir Glück, alte Dame. Erika Kaufmann. Nee, das muss jetzt nicht sein. Ich würde ja Blitz nehmen, aber der Blitz hat schon Blitz. Also nehme ich, Sturmwind. Sturmwind. So. Also, los geht's. Ah. Oh, es geht noch lange nicht los. Normal natürlich, jawohl. Und sobald es geladen hat, schalte ich die Stoppuhr an. Und dann muss ich mal ausnahmsweise schnell spielen. So, jetzt geht's los. Okay. Gut. Was? Noch nicht mal meine ganze Insel habe ich angeguckt. Das ist aber schlimm. Wie groß ist denn die? Ich verschaffe mir erstmal kurz einen Überblick. So. Kriege ich da überhaupt 10.000 unter? Das wird schon knapp. Sehr knapp. Na gut. Bauen wir jetzt erstmal hier einen Marktplatz. Eieiei, ich merke schon. Und schräg ist hier alles. Da muss man sich ja wirklich schwierig orientieren. So. So. So, das ist schon mal wichtig. Und ich denke, ich mache jetzt erst eine kleine Mini-Bevölkerung und dann lasse ich Holz abbauen, wie bekloppt. So. Ich denke mal, ich brauche mindestens 10 Holzfäller und Sägemühlen und so. So. Ach, allein schon von der Motorik her bin ich irgendwie so langsam. Nun gut. Ich wollte es ja nicht anders. Selber schuld. So. Okay, ich baue jetzt erstmal hier im Umkreis welche. Und die brauchen natürlich auch alle Straßen und dann auch Markthäuser. So. So. Ja. Okay.
hier setzen wir die... Nee, ich mach die so rum und setz sie dann hier rein. Oh, die hätte ich gar nicht so weit auseinander machen müssen. Nun gut. Mein Fehler. Ich mache bestimmt noch viele Fehler. So. So. Und so. Okay. Ja, jetzt baue ich hier mal die ersten Leutchens an. So. 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 Okay. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Na wunderbar, das war ja ein schnelles Zwischenziel. Kann man ja nur jubeln. Ah, hier hört das Holz schon auf. Okay, dann kann ich jetzt erstmal Straßen ziehen, bis ich mehr Holz habe. Und muss mir irgendeine Ecke suchen, wo ich noch mehr Holz abbauen kann. Denn 3 sind ja viel zu wenig. So. Okay. Ah, vielleicht könnte ich die hier machen, wo die diese Ölgeschichten sind. Weil ich denke mal, dass die Baumfäller davon weniger irritiert sind als das Haus bauen. Die setze ich jetzt hier einfach mal so relativ wild rein. So. So, ich muss ja natürlich noch alle wiederfinden, wegen der Straßenverbindung. Ich setze erstmal ein Markthaus, ein Lagerhaus hier hin. Und dann kommt hier noch eins hin. Ach, da fehlt mir schon das Material. Na toll. So. Na komm, Straße müsste doch gehen, hm? Oder sitzt es schon direkt an der Straße? So. So. Jetzt ziehe ich hier mal die Verbindung. Ah ja, da muss ich drum herum. Na gut. Klasse. Spielstand gespeichert. So. So. Immerhin haben wir jetzt eine Verbindung. Und jetzt brauche ich natürlich hier auch noch die Sägemühlen. So. Wie viel habe ich denn da? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, dann brauche ich auch 7 Sägemühlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die nehmen natürlich immer ein bisschen Platz weg von dem... von der Fläche der... der Baumfäller, aber das liegt in der Natur der Sache. Sonst hätte ich die noch weiter auseinandersetzen müssen und dann hätte es hinten und vorne nicht gereicht. Hier hätte ich vielleicht ein bisschen Abstand lassen sollen. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Ja, ja, das Lagerhaus kommt, meine Liebe, kommt alles. Wichtig ist jetzt nur, dass ich die Nerven bewahre. Darum überstürze ich es jetzt auch nicht. Ich habe gerade sowieso kein Holz, um weiter Häuser zu bauen. Und dann kann ich mir die Zeit hierfür nehmen. So. Okay, das müsste jetzt gehen. Nee, wie viel Holz brauchen wir dafür? 10. Dass die so langsam arbeiten.
Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Na, immerhin. Gut, ich glaube, ich habe die jetzt alle verbunden. Die Lagerhäuser fehlen natürlich noch. Jetzt setze ich hier ganz viele Fischerhütten dran. So. Ich denke mal, ich baue die schon mal alle. Was heißt alle? Ich werde am Schluss mehr brauchen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das denke ich mir. So. So. Und dann setzen wir hier auch noch einen Marktplatz, ein Lagerhaus hin. So. Das jetzt natürlich noch nicht funktioniert. Okay, das liegt jetzt alles noch brach. Ein paar Arbeiter müssten wir doch haben. Mal gucken. 112 ist natürlich so gut wie nix. So. Es nützt ja alles nichts, wenn ich hier die Blaupausenhäuser setze, dann passiert auch nichts. Aber ich könnte hier schon mal Blaupausen für eine Feuerwehr setzen. Die ist noch nicht freigeschaltet. Schade, schade. Und das Wirtshaus ist auch noch nicht freigeschaltet. Nun gut. Mist, da muss ich jetzt tatsächlich warten, bis die mir hier ein paar, bisschen Holz produzieren. Leute, da mache ich es mal vorübergehend schnell. So. 8 Minuten habe ich schon verbraucht. Und ich habe gerade mal 120 Einwohner. Aber ich denke mal, ich habe hier schon halbwegs gut Infrastruktur geschaffen. So, das Lagerhaus, ja, das hat Vorrang. So. Und jetzt kommen Häuser. Ah, jetzt ist die Holzproduktion plötzlich viel schneller. Sehr gut, sehr gut. So habe ich das gehofft, dass ich da nicht mehr warten muss ständig. Gut, jetzt kann ich auch das freischalten. So. Und ja, das müsste jetzt... Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, kommt alles, kommt alles. So. 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 Spielstand gespeichert. Okay, wie es wuselt, wie es wuselt. So, ja, so langsam geht es vorwärts. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh ja, dann muss ich jetzt hier die Feuerwehr hinsetzen. Das wollte ich ja sowieso. Dann baue ich besser mal hier nicht an. Da lasse ich Platz für ein Wirtshaus, damit die zufrieden sind. Sehr gut. Hier kommt... Nee, erstmal baue ich hier 2 Häuser hin, damit ich weiß, wo die nächste Straße hin muss. So. So, ja, ihr jammert, dass ihr keine Straße habt. Das ist verständlich. Ich lasse mich jetzt mal von dem Feuer nicht groß irritieren. So. Soweit es möglich ist, sich davon nicht irritieren zu lassen. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr gut. Da ist das Feuer aber sehr schnell gekommen, nachdem ich die Feuerwehr bauen konnte. So. 16 Minuten habe ich schon. Und wir sind jetzt bei 2000 Bevölkerung. Und sind immer noch im Minus. Gar nicht gut. Ich glaube, ich fange mal an, hier in diesem Eck ein paar Klamotten produzieren zu lassen. Weil ich... Na, ich bin eigentlich gerade nicht knapp an Holz.
Also erst kommen neue Bevölkerung rein. Und ich werde zwischendrin mal was rausschneiden, damit das Video nicht eine Stunde lang wird oder so. Ja, wenn es gerade nichts Spannendes zu tun gibt. So, hier habe ich jetzt ein ordentliches Feuer. Und ich denke, ich nutze die Gelegenheit mal, um Kleider anzubauen. So. Also die Feuerwehr ist schon alarmiert, keine Sorge. So. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Na, da muss ich hier wohl tätig werden. Aber jetzt produziere ich erstmal ein paar Kleider. Die sind nämlich relativ unzufrieden, meine Leute. Was nicht anders zu erwarten war. Also Klamotten, weil sie nichts anzuziehen haben. So. So. Ah, nee, so. Tja, das langsame Omachen baut. Schleichend. Die Waren stapeln sich hier. Ja, ja. Gegenstand gespeichert. So. So. Jetzt repariere ich hier mal die kaputten Häuser. Ach, das sind ja nur zwei. Das geht gerade so. So. Zoom. Ja, es ist schon wichtig, dass man überall mal wieder ein Feuer hinmacht. Ah, und kann ich eine Wirtschaft jetzt setzen? Ja. So, und da sollte ich vielleicht einfach ab und zu mal eine Wirtschaft hinsetzen. So, dann sind sie auch zufriedener. So. Ach, schon wieder ist das Holz alle. Gut, aber es wird ja schnell nachproduziert. So, jetzt baue ich die nächste Schaffarm. Ja, das reicht denen noch nicht mit Zufriedenheit. Okay, sie haben natürlich zu wenig Klamotten. Aber damit kann ich nicht rechnen, dass ich die alle mit Klamotten zufriedenstellen kann. So. Okay. Nee, das geht so nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Oh. Ich brauche hierfür mehr Arbeiter. Das ist natürlich blöd. Also brauche ich doch noch mehr Klamotten. Mal gucken, wie ich hier noch sowas reinschustern kann. So. So, und dann packen wir hier vielleicht die Klamottenfabrik hin. Das ist dann jetzt natürlich viel ineffektiver. Aber den Restplatz muss man irgendwie nutzen, wie es halt so kommt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Schlimm, da muss ich da mal reparieren. So, immerhin kann ich jetzt bis zu 150 Holz lagern und das ist doch ganz gut. Weil dann geht mir das Holz nicht so schnell aus. Zumindest hoffe ich das. So. So.
So. Ja, ja, ich kann jetzt hier fast durchbauen. So. Na, das nun doch nicht. Dann nutze ich die Zeit mal, um die Häuser zu reparieren. So. Ob ich das hier markieren kann zum Reparieren? Nee, anscheinend nicht. Naja, da muss ich halt... Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Ja, genau. So, da muss ich auch mal die Zufriedenheit checken. So, also nicht von denen, die hier gerade verbrannt waren, sondern sagen wir mal hier. Okay, die könnten mehr Marktplatz gebrauchen, dabei ist hier doch einer. Das ist erstaunlich. Aber sie haben immerhin genügend Fisch. Das ist ein gutes Zeichen. Ach nee, da ist die Wirtschaft. Okay. Gut. Dann baue ich hier mal wieder einen Marktplatz hin. So. So. Denn es macht ja schon einen Unterschied, ob in so einem Haus zwei Leutchen wohnen oder zehn. Und wenn man die Grundbedürfnisse erfüllt hat, vollständig, dann wohnen da bis zu zehn. Das werde ich wohl nicht schaffen, weil da brauchen sie auch volle Kleiderversorgung. Aber ja, ich würde sie gerne vollständig mit Fisch und auch ziemlich gut mit Marktplatz versorgen. Spielstand gespeichert. So, jetzt kann ich hier mal wieder eine Hausbaurunde machen. Wie viel haben wir denn? 6500 Paar zerquetschte. Zwei Drittel haben wir schon geschafft. Und 35 Minuten. So, so. Jetzt haben wir wieder ein paar Bretter. 9200, Leute, Leute. 9400, 9600. 40 Minuten habe ich. 9700, das nimmt jetzt von selber rasend zu. 9900, ja, ja, ja. Und? Jetzt wird es wieder weniger. Nein. Also muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen bauen. Wahrscheinlich haben die dann nicht genug von irgendwas und sind dann wieder ausgezogen. Tja. So. Tja. War ich schon übermütig geworden. So. So. Hier noch eine Straße. Ja, und dann muss ich mal bei den Leuten fragen, was ihnen fehlt. 9800. Nicht, dass ich hier den feierlichen Moment verpasse. Das würde mir ähnlich sehen. Ich baue und baue und baue. Und plötzlich 10.000! Ja, 41 Minuten! Super! Super! Jetzt werden es wieder weniger, aber das ist okay, wenn man... einmal die 10.000 geschafft hat, das zählt. So, jetzt gucken wir uns das Städtchen mal an. Eieieiei, was für ein Moloch. Blitz hat zu seinem gesagt, ein Riesenslum, womit er recht hat. Naja. Mach ich mal die Postkartenansicht. So. In der Postkartenansicht sieht es gar nicht so schlecht aus. Bild erstellt. So, sehr gut. So. Okay. Ja gut. Also mir hat das viel Spaß gemacht. Wie gesagt, bei mir gibt es leider keinen Preis zu gewinnen. Aber
Es macht viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, diese Challenge bei euch zu spielen, weil spielen kann die jeder. Ja, gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.